Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Walheim. So, ich bin hier am Anlegeplatz, wo ich immer anlege für den Sumpf. Moin. Wir waren jetzt. Ja, hallo Tai. Tai ist mit im Discord, ist aber jetzt hier nicht mit beim Bauen. Weil beim Bauen kann sie mich nicht wirklich unterstützen und sie baut hier an ihrem eigenen Zeug hier schon die Pilze. Ich würde sie jetzt gerne aufpflücken, aber tue ich jetzt nicht. Oh, da unten. Hallo, Herr Drauge. Was ich jetzt heute machen möchte, ist. Du Arsch. Was ich machen möchte, ist, einen Platz zu finden, wo ich eine Sumpfbasis bauen kann. Und wir haben hier auch einige Krypten. Ich zeig's mal kurz auf der Karte. Das ist die erste Krypta, die wir hier mehr oder weniger zusammengefunden hatten. Dann bin ich hier ein bisschen durch den Sumpf geschleucht. Da ist eine weitere Krypta. Dann, die haben wir jetzt auch schon clear gemacht. Das heißt, deswegen habe ich dieses ganze Eisenstuff jetzt an. Die dritte Krypta hinten haben wir schon angeknackt. Die dürfte so halb voll gefüllt und leer sein. Dann ist hier hinten noch eine und hier seht ihr noch eine ganze Menge unerkundeten Sumpf, der sich ja bis hier hinten zieht, wo theoretisch noch mehr Krypten drin sein könnten. Na, ihr Schlundschlingel. Schlundschlingel? Ja, die Schlundegel. Die ekligen. Die knuspern jetzt hier vorne an dem Stein rum. Wo ich nachher durch das Wasser durchschwimmen möchte. Was ich tendenziell nicht ganz so geil von den Schlumpfegeln finde. Die kommen doch wieder, wenn ich jetzt probiere, darüber zu schwimmen. Die sind auch ziemlich scheiße. Aber die haben Säcke bei sich. Die brauchen wir. Ja, ich brauche jetzt primär Disteln. Okay. Ich gehe durch und schlürf mir da jetzt einfach mal so ein Anti-Gift-Trank. Ja, da kommt doch schon wieder angescheißert, der Drecksack. Die stehen auf dich. Die wollen dein Blut. So. Hier wird nicht gebissen. Nicht? Nee. So, und eben zum Clearen haben wir uns hier drüben so ein kleines Hütli hingestellt, beziehungsweise das Hütli stand da schon. Wir haben es repariert und Betten reingestellt. Ist so ein bisschen eng, aber geht. Ja, ist kuschelig, sagen wir es mal so. Bei der ersten Krypta war auch Kapi dabei, sodass Kapi auch ein bisschen Eisen hatte. Für einen Teil wird es reichen. Das ist so unverschämt teuer, das Eisenzeug. Aber geil. Ja, aber du brauchst einfach für die Tatsache, dass Krypten sich wirklich schwer finden lassen und die Sümpfe mit ohne Krypta weit häufiger sind als die Kryptas mit Dings. Huch. Ja, aber man kann sich trotzdem nicht beschweren, weil wir haben da echt viele nebeneinander, ne? Ja, aber wir sind zu dritt. Ja, das ist richtig. Und jedes Eisenteil kostet halt mal 20 Eisen. Bei zweien rentiert sich das mehr als bei dreien. Ja, es ist also, es ist für zwei schon knappig. Wobei, es gibt noch so viel Sumpf auf dieser Map. Ja, es ist halt wirklich. Das Reisen ist doof. So, du Bogengeschütze, komm da mal raus. Ich bin mit meinem Bollerwagen unterwegs. Jo, das ist doch schön. Wo ist der Schlundschlingel? Da. So. Der Schniedelschlund. Ach, das heißt, Mann! Lasst mich doch mal hier den Platz suchen, wo ich was bauen kann. Halt dich bloß von diesen Feuerviechern da fern, ey. Die sind ekelhaft. Das weiß ich noch nicht, wie ekelhaft die sind, aber nachdem ich hier einen Respawn-Punkt habe,
würde ich mich fast sogar trauen. Das schaut hier eigentlich sogar. Das schaut hier schon fast aus, als wäre das ein geeigneter Bauplatz für das, was ich vorhabe. Direkt hier vorne am Eingang. Da müssen wir mal das fällbare Holz wegmachen und dann gucken, was dann hier übrig bleibt. Aber ich glaube, ich mache das jetzt tatsächlich. Ich gehe mal zu den Feuerfuzzis hin und sag mal kurz Hallo. Hast du ein Bett angefasst? Wen habe ich angefasst? Ein Bett? Ja, ja. Das Bett habe ich angefasst. Schade, du kannst... Oh, ich muss das... Oh, ja. Mach. Ich muss wissen, was passiert. Wäre schön, wenn sie einzeln kämen. Ein Surtling. Was? Der Typ heißt Surtling, der hier brennt. Nee. Nice. Ich habe ihn nicht getroffen. Vielleicht gibt er auch Kerne. Der ist jetzt gerade geplatzt, der Sack. Hm? Von ganz von alleine. Hast du Damage bekommen? Nein. What the fuck? So, na komm her, du Schlumpf. Der traut sich nicht ins Wasser. Also Schaden machen sie nicht wirklich. Mhm. Und ich hab. Einer von den dreien hat einen Surtling-Kern gedroppt. Siehst du? So. Wie kriege ich jetzt dieses komische Feuer hier aus? Ich will ja nicht, dass die hier wiederkommen. Gisteln. Also man kann kein Damage auf das Feuer machen und wenn man sich reinstellt, bekommt man zwar welchen, kann aber keinen austeilen. Also die schauen wesentlich gefährlicher aus, als sie sind. Den Feuerball, den sie schießen, kann man mit einem verstärkten Schild vollends wegblocken. Okay, cool. Und mit der Eisenrüstung, es wird zwar ein bisschen warm, ist aber jetzt definitiv kein Weltuntergang. Ich wollte ja vorne an der Küste irgendwo bauen. Irgendwo hier vorne. Hier bei den drei großen Bäumen. So, weil da kann man nämlich so ein bisschen nach oben abgesetzt ein bisschen ein Häusli reinbauen nach da oben drin. Man kann hier nebendran so ein bisschen ausgraben, so dass man dann eben auch Platz für ein geschütztes Dock hat. Dass man dann so ein bisschen vielleicht einen Stein einfassen kann. Also das ist jetzt mal so die grundsätzliche Idee, die ich habe. Wahrscheinlich sagt mir das Spiel auf halbem Weg dann nö. Na Herr Blubber, Blob, Kasperkopf. Ja, jetzt musst du springen, du Arsch. Voll die Welle und dann platzt ein. Au!
ich hack hier auf jeden Fall erstmal das ganze andere Gebäude weg und dann gucken wir mal. Dann habe ich auch ein bisschen Holz und dann können wir mal schauen, wie das hier so mit Weg in die Bäume hoch ausschaut. Wie wir das machen und dann probiere ich hier irgendwo die Anlage zu definieren. Weil, wie ihr seht, an den Bäumen, die zählen wie Boden, zumindest im aktuellen Spielstand noch. Da kann man also kein Damage machen. Ergo, auch kein Mob kann dir diesen Baum unterm Arsch wegkloppen. Oder mit anderen Worten, je weniger man unten hat, desto sicher. Ja, hast du Spaß, ja? Ja, das ist schon wie beim Bauen für den Uralten. Hm. Du schaust den Baum nur an und fäst die Axt an. Ey, was machst du da hinten an dem Lager? Willst du dich am Feuer wärmen? So ja mal nicht, mein Freund. Sag mal nicht so unhöflich zu denen, die sind doch voll süß. Nicht. Die sind schleimig und eklig und Du musst mir dann sagen, wenn ich ins Bettchen gehen soll, ne? Ja, das ist im Sumpf immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, wenn es dann dunkel wird. Gut, dann guck ich ein bisschen mit und sage dir dann Bescheid. Ja. Also dein Handy bimmelt. Ja, das tut's öfters. Das, ich glaube, die Leute, die meine Let's Plays verfolgen, die sind es schon gewohnt, dass hier permanent irgendwie irgendwo was anklingelt. Hm. Es wird bald dunkel. Okay. Also du hast noch ein bisschen Zeit, es wird jetzt nicht sofort dunkel, ne? Opa. Dann steht hier noch so eine uralte Tanne rum. Die letzte. Schauen wir mal, wie sehr wir das Ganze hier eingeebnet kriegen hier rundherum. Ja, das ist wirklich sehr angenehm am Sumpf. Der ist schon so flach, da brauchst du eigentlich keine großartigen Erdbewegungsarbeiten machen. Ja, du solltest so langsam Richtung Bettchen pushen. Mhm. Da hier wieder ein Ping. So als Grundlage sollte das jetzt erstmal reichen. Ich zeig mal rüber in the hood. Ach, ich bin nass. Hier schon mal Zeugs ein bisschen wegräumen. Oh nee, bei mir sind Gegner in der Nähe. Ja, dann machst du weg. Ja, Sekunde. Ach, Kohleklumpen droppen sie auch, die Kameraden, die verkohlten. Oh, nicer Scheiß. Ach, hier. Ich habe jetzt hier 12 Kohle aufgesammelt. Oh, nice. Ich will die auch mal sehen. Also von nahem. Da werden sich mit Sicherheit Gelegenheiten bieten. Moment, ich habe noch das, einige so Feuer. Ich habe den Spaddel weg und jetzt fehlt mir jetzt fehlt mir Feuer. Natürlich, jetzt wo du in Gefahr bist, weißt du? Och, ich lieg im Bett. Ja, das ist ja schön. Ich fast. Pass auf, und zwar genau jetzt.
und nehme einen Schluck Tee. Would you like a cup of tea? Bist du sicher, dass du im Bett liegst? Ja. Hä? Ich habe gerade E gedrückt. Das ist das zweite Mal jetzt. Das ist das zweite Mal. Ich drücke auf E und die legt sich auch hin und auf einmal steht die Alte wieder. Ja, das ist ist Kappi auch schon passiert. Das ist jetzt... Morning in the morning. Leider so ein bisschen dunkel und trüb im Sumpf. Das war hier der Bauspot, den wir gesagt haben. Ja. Ich meine schon. Ist das hier jetzt wirklich eben oder eben nicht so? Bin aber schon an der richtigen Stelle, oder? Das war ja, das ist schon das Eck hier, was ich weggeholzt habe. Schauen, wie viel sich hier vom über dem Wasser so noch anheben lässt. Und ab wann es dann mehr oder weniger steil nach unten geht. Ja, im Prinzip schon so einiges, also. Okay. So, vielleicht komme ich da ja auch noch nach draußen. Dann. Können wir nämlich mit dem Baum hier vorne anfangen und den als Aufgang nutzen. Also Einebenen ist nur bedingt toll. Vor allem jetzt schütten wir hier mehr oder weniger durch das Einebenen auf und später, wenn wir die Bootseinfahrt machen wollen, dann müssen wir es alles wieder wegkloppen. Okay, da wird das dann nichts mehr mit Aufschütten oder mit ebenen Aufschüttung. Es ist aber alles ein bisschen schwerer zu erkennen, dadurch, dass das hier so trüb ist. Okay, dann. Probieren wir mal hier so eine Treppe hochzuwendeln. Die dann da irgendwo rauskommt und dann nutzen wir die Bäume hier oben als stabiles Gerüst für ein Häusli. Bin ja so gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe noch nie probiert, großartig im Kreis irgendwo durch die Gegend zu bauen. Vielleicht sollte ich mir erstmal eine Werkbank hier herstellen. Das könnte beim Bauvorhaben durchaus behilflich sein. So. Dann funktioniert es nämlich auch mit den Wänden.
Cool. Jetzt erstmal nach meinen Beeren. Rüben. Nach dem Rübenbeeren? Hast du schon erzählt, dass du schon Rüben gefunden hast? Ich glaube, gefunden hatte ich die sogar. War das? Haben wir die im Stream gefunden? In der Aufnahme gefunden? Woher soll ich das wissen? Ja, ich kann mir ja nicht mal meinen eigenen Kram wissen, merken. Ja, das ist, okay. Dicht daran, damit man ein bisschen was besser sieht hier. Snap halt. Blödes Ding. Mir wird natürlich instant das Holz ausgehen, das bisschen, was ich hier gefarmt habe. So. Das jetzt immer hier so mit so Treppenabsätzen drumherum. Ich glaube, das schaut fast geiler aus, als wenn ich das probiere, hier so hoch zu drehen. Vor allem, weil man da nicht ordentlich hochlaufen kann. Und danach dann schon. Da unten mag das sogar okay sein, weil wenn man nicht direkt gerade hochrennen kann, dann ist das auch so ein bisschen eine Stolperfalle für unsere. Au! Das war klar. Unsere schlauen NPCs. Schwierig von oben zu bauen, ist mit den Snap Points echt schwer. Hm. Wenn man keine Balken hat, wo das Zeugs andockt. Reicht mir das theoretisch hier schon von der Höhe her? Eigentlich würde das ja sogar schon reichen. Man kann ja dann immer noch. Ja, wobei, nee, wir gehen noch ein Stückchen weiter nach oben. Ich würde mir wirklich andere Dächer wünschen. No. Was würdest du dir an Dächern so wünschen? Naja, vielleicht mal nicht aus Holz, sondern aus Stein. Das hier wird die Grundlage. Oder noch ein.
Also das hier wird jetzt die Grundlage, um hier. Mir geht sowieso nicht. Mehr Holz habe ich nicht. Okay. Doch, da sind wir auf einer anständigen Höhe. Und dann können wir die Bäumchen hier miteinander verbinden und da unsere Basis reinhängen. Chill mal deine Base. Ich chill total meine Base. Oh. So, aber was ich jetzt als allererstes mache, ist nicht nur Base Chilling, sondern auch Material Holing. Mhm. Genau dafür habe ich das Portal dahingestellt. Ist das nämlich total easy going, einfach mal hin und her ein bisschen Zeug holen. In der Hauptbasis habe ich ja vor allem einiges noch an Kernholz. Irgendwer brüllt hier schon wieder ganz unanständig durch die Gegend. Ja, ich bin's nicht. Hier regnet. Also, falsche Kiste hier. Wir haben also ein Stack Kernholz mit und das ist zu viel Holz, das kann ich nicht tragen. So kann ich das tragen, okay. So, und dann geht's schon wieder rüber. Aber jetzt kommt der Part, vor dem ich am meisten Angst habe. Oh nein. Wenn du anfängst zu heulen, weil du irgendwas nicht so gebaut hast, wie du dir das gewünscht hast, ja, dann knallt's. Ich habe ja schon so gebaut, wie ich es mir eigentlich nicht gewünscht habe. An verschiedenen Stellen. Aber das liegt sehr stark auch darin begründet, dass ich gar nicht so unbedingt hundertprozentig weiß, wie. Ich hab noch keine Erfahrung. What macht der da hinten? Da schlägt einer meine Werk. Hörst du auf, meine Werkbank zu schlagen, du Terrakop? Oh, und zwei Sterne Arsch. Moment. Aua. Moment, Herr Drauger. So, jetzt. Aua. Der 50 ab die Sau, wenn er durchkommt. So, mit mir nicht, du Sack, mit mir nicht. An der Werkbank haben sie zum Glück deutlich weniger Schaden gemacht. Prügeln die da einfach meine Werkbank? Ich glaube, denen geht's nicht gut. Oder zu gut, oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Genau, man weiß es nicht. So, jetzt mit den Dingern hier. Hier anfangen.
sehe nichts von hier. Ist der steckt nicht. Das ist blöd, wenn er nicht drin steckt. Der sollte... Warum ist das denn jetzt hier so hässlich gebaut? Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, ach, dann muss man da den Fehler. So, dann passt das. Von unten komme ich nicht ran. Das ist ja... Okay, hochgradig interessant. Ich würde mal sagen, ich stecke hier so ein kleines Rondell drumherum und fluch hier sehr viel im Off und sobald ich hier mal das Grundgerüst habe, dass ich hier eine Bodenplattform liegen kann, dann melde ich mich wieder mit der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.